Kommt zusammen. Machen wir was. Hi, ich bin Patrick und ich bin Junior Java Developer beim BRZ. Gegen Ende meiner Ausbildung bei Coders Bay, einem Coding Bootcamp, wollte ich die ersten praktischen Erfahrungen sammeln. Und als ich dann über das Trainee-Programm gestoßen bin, hat mich das wirklich interessiert, weil ich dann quasi einen dreimonatigen Zeitraum hatte, in dem ich wirklich noch dazulernen konnte. Also für die ersten 2 bis 2,5 Monate war sehr viel Theorie, primär Java, und dann gab es auch noch ein bisschen zu einem Frontend-Framework, Angular bei uns. Gegen die letzte Woche spezifisch war dann ein Endprojekt, dass wir die ganze Theorie auch tatsächlich in Praxis umsetzen können. Und wir haben uns dann generell im letzten halben Monat haben uns dann eher zu den Teams schon dazugesetzt bei den verschiedenen Meetings, damit wir da schon langsam aber sicher reinkommen, um für einen glatten Übergang zu sorgen. Unser Praxisprojekt war, es gab zu dem Zeitpunkt, wo war das neu integriert, fürs BRZ eine Spielzeugecke, die im 5. Stock ist, wo ich zufälligerweise dann auch arbeite. Und wir waren dafür eine Verwaltungsplattform gemacht. Also die Persönlichkeit ist definitiv im Bewerbungsprozess im Vordergrund. Man muss zu den jeweiligen Teams passen, weil ja dann in der alltäglichen Arbeit das letztendlich der relevanteste Punkt ist. Aber natürlich wird auch auf das technische Interesse und technische Fähigkeiten geachtet. Und da gibt es dann auch einen kleinen Test, den man bestehen müsste. In der technischen Prüfung ging es primär darum, ob man die Java-Grundlagen und die basis-objektorientierte Sprachen mitbringt. Das Trainee-Programm ist ideal für die Leute, die was einen längeren Einstiegsphase brauchen. Quasi mehr Zeit zur Eingewöhnung und mehr Zeit für die Festigung ihrer tatsächlichen Skills. Und ist daher auch empfehlenswert, sowohl für Leute, die was schon lange programmieren, als auch quasi Anfänger, die was gerade erst die Grundlagen kennengelernt haben.